Tasche. Einer weniger. Ja, der fliegt natürlich in einem Tie Interceptor. Mach's gut. Einer weniger. Da. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug, aber da stimmt was nicht. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Haas. Pakete im Anflug, was? Ja, muss ausrichten, Daniel. Muss irgendwie ein bisschen rumwirbeln. Warum bin ich beschäftigt? Gott, immer nah gegen den Punkt. Ist der da drin? Den schnapp ich mich. Der hat's echt drauf, ey. Ist echt nicht leicht, den zu kriegen. Ich hab schon leichte Augen. Ja, der ist ja... Ich hab den auch schon voll angeschlagen. Ich krieg den jetzt nicht weiter. Ich werd hier die ganze Zeit angegriffen. Ja, ich bin gleich tot, ey. Boah, jetzt ist der mir entgegengeflogen. Oh, der fliegt wie ein Psycho. Ah, komm. Oh. Jetzt ist es schwer, den zu kriegen, nachdem du den verwundet hast, ey. Und weg, oder? Kommandant, hören Sie mich. Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Fuck! Ich werde das hier beenden. Ich hol mir meinen Aiden, er ist das. Ja, ich hatte den fast und dann bin ich in ein Schiff reingekrallt. Na gut. Boah. Rückzug. Das war knapp. Festhalten. Wo nehmen wir denn? Nehmen wir die. Einfach random. Warum laufen hier Sturmtruppen? Warum laufen wir hier? Wir sind hier reingefallen. Trader? Die haben das... Ja? Trader? Ja. Warum schießen die Kanonen nicht auf uns? Ja, weil das Schiff dann drauf gehen würde, du Daniel. Wenn die in den Flügel reinballern. Oder besser gesagt in die Seite statt in den Flügel. Fuck. Aber diese Heilfähigkeit ist richtig verpowert. Ich hab die noch nicht benutzt, ey. Ich vergesse andauernd, dass ich die hab, ey. Das mal. Die hat die aber auch nur in der Story, Daniel, die Fähigkeit. Die kannst du wahrscheinlich vielleicht auch später freischalten. Du kannst ja auch für Helden Sachen freischalten. Können wir jetzt eben auch freigeschaltet haben, alles. Ich brauche Heilung. Schon besser. Trader? Oh, hier geht ganz schön zur Sache, ey. Ich stehe immer noch nicht um die herumlaufen. Um uns zu töten, Daniel. Überhaupt keinen Sinn. Was hast du denn? Die haben gesehen, dass wir hier reingestürzt sind und jetzt kommen die uns, um uns auszuschalten. Was willst du eigentlich? So viel? Ich schulde dir was. Ja, eine der Spezialeinheiten, eine der besten imperialen Soldatinnen. Ja, schicken wir lieber ein paar wenige. Die wissen auch nicht, dass wir das sind. Der Vater weiß ja, dass wir das sind. Ich soll mit dir. Ja, weil du verloren hast, oder was, ey? Das ist wie damals, als du herausgefunden hast, dass ich mehr über Final Fantasy weiß als du, ey. Der Daniel verliert nicht gerne in seinem eigenen... Der hat sich schmerzhaft angehört, Daniel. Bist du okay? Jemand wollte mich knüppeln. Oh Gott, ey. Das klingt ziemlich schwul. Ah, schon wieder. Was ist das? Gib mir das. Ich wollte gerade sagen, ich steck fest, ey. Vielen Dank. Hey. So meinst du? Das schießt gar nicht, guckt einfach nur. Ich unterhalte mich jetzt mit Daddy. Sollte funktionieren. Vorwärts. Egal, das mal hier rein, ey. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. War noch ein Sammelobjekt. Glaube ich. Schicken wir den einfach. Ich kann gar nicht schießen. Jetzt bin ich in der Cutscene erst. Was machst du halt so schnell? Was denn? Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Ich töte Gegner und renne dann weiter. Ist das ein Rettungsversuch? Anscheinend machst du erst einen Siegestanz oder was? Was weiß ich, dann lernen, wie man besser schießt. Du musst deinen Gegner hassen, lernen ihn zu zerstören. Was weiß ich, Daniel? Was soll ich dir dazu sagen, ey? Ich habe dafür gekämpft. Wenn das so weitergeht, glaubst du wirklich, dass ich das auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad spiele, ey? Ich mach das aber nicht, ey. Ich war's nicht bewusst, ey. Oh, das ist gerade episch hier, ey. Meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verstanden. Oh, hat der einen riesigen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein. Deshalb. Oh Gott, die kommt. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh. Überlebe. Lebe. Bis zur Asche. Warte und noch weiter. Bis zur Asche und so noch weiter oder so. Ich muss überleben. Bis zur Unendlichkeit und noch viel Asche. Oh, ich habe all die Stormtrooper getötet, Daniel. Was hat eine hässliche Fresse, ey. So, ich bin gerade am Wegrennen. Der Dell ist hässlich. Ich mag den nicht, wie der aussieht. Der hat einen komischen, riesigen Kopf, ey. Oh, Daniel, ich wusste schon, dass die Alten sich den Rebellen anschließt, ey. Bis zur Ast. Noch viel weiter. Hör auf, dieselben Trophäen zu haben wie ich, Daniel. Oh Gott, nein! 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 Was ist los? Stirbt der Dell? Leider nicht. Schlimmer. Jar Jar Binks. Ja, mit Palpatine Popo-Sex. Wir haben gewonnen. Jar Jar Binks fickt Palpatine in den Arsch. Es ist vorbei. Ja. Nein, die haben einfach nur Gefühle, Daniel. Oh Gott, jetzt haben sie noch mehr Gefühle. Hey, hey, aufhören! Aufhören! Na, dann hast du gesehen, wie die Gefühle haben. Ja. Okay. Daniel, der ist so still. Der masturbiert wahrscheinlich gerade. Oh, Menschen, die sich küssen. Los, kommt Außerirdische. Was? Jahrzehnte später? Ja, Daniel, ich weiß jetzt, was schon kommt. Na, das Schiff kennen wir aber. Gut, die haben die deutsche Stimme von dem gekriegt. Weißt du, wer das ist da? Ja, ich meine ja. Oh. Also, ich meine jetzt den Kylo. Ja. Okay. Ey, dann kennen wir das. Boah, das sieht hier badass aus, ey. Wo ist sie jetzt? Ja, genau, das wusstest du gar nicht, aber der Dell, der hat auch auf Scarif war da, also, wo der Todesstern das erstmal gefeuert hat, also in Rogue One. Aber bevor da alles zerstört wurde, wurde der versetzt. Der war hier so ein Strandtruppler. Oh, wir können den zocken. Okay, cool. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Viele finden das ein bisschen komisch, wie das aussieht, wenn der Kylo Ren hier Lichtschwert, Schüsse abwehrt, ey. Warte mal ein paar Sekunden auf mich. Okay. Ich bin gerade in so einem Wald. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Ich kann gerade zum ersten Mal meinen Lichtschwert ziehen. Die Fähigkeiten, die siehst du am besten, wenn du das halt an Gegnern ausprobierst, ey, sonst siehst du das nicht. Freeze. Das funktioniert auch, wenn der Gegner in der Luft ist, dann bleibt er in der Luft stehen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Der hat auch Macht-Ranzug, also der kann Gegner an sich ranstehen, statt die wegzupushen. Okay. Die Kombination ist halt, du benutzt... Deine Erinnerung ist so leicht zu knacken. Ah, wo bist du gerade? Was wollen Sie eigentlich? Wir müssen es an der Hand da sein, wo du bist. Nun, wir werden es abwarten müssen. Ich glaube, du bist rausgeflogen. Oh, die Aiden hat den Delt ruiniert. Jetzt kann er nicht mehr heiraten. Mo Yomini Ikenai. Ich weiß schon wieder nicht, wie hier los. No, was? Wieso? Ich werde nichts angezeigt, wo ich hin muss. Das stimmt eigentlich nicht mit dir, ey. Folge dem Blut. Ja, die Theorie, die... Hm. Hallo? Ja? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mir wird mir nichts angezeigt. Hier rein muss ich, boah, leck mich am. Musst du kaputt hauen und dann da rein, Daniel. Und dann falle ich irgendwo runter. Was geht denn jetzt ab? Du warst schon mal hier. Du hast was gefunden. Deinen Glauben. Was für der Trip hier? Kommt vielleicht einer mit einer Säge, der Holz zersägt. Warum helfen Sie mir? Weil die geil auf dich sind. Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Ja, der wird sowas von sterben. Echt? Findest du? Wo du untergehen wirst. Das ist der Kanji-Club. Ich habe gerade irgendwie White Scream. Ah, Vados. Doch, das war gleich. Die Karte. Die Schatzkarte. Was für eine Karte? So. Der Dell hat eine Tochter, Daniel. Ah, okay. Verstehe schon. Ne, das hat der doch gerade gesagt, deine Tochter. Die hat eine Tochter mit Aiden. Ich bin gerade nicht bei den ganzen. Ich muss mich konzentrieren, ja. Nicht zum Verrecken und so. Ach Daniel, das ist doch nur ein Traum, du kannst doch gar nicht sterben. Was zum Teufel, warum kämpfen wir denn hier gegen First Order Stormtrooper? Okay, jetzt kämpfen wir einfach gegen irgendwie alles hier, ey. Passiert bei mir nichts. Sind wir auf demselben Planeten? Ich bin auf Vados. Ja, ich auch. Ich darüber springen? Ah, ist noch einer. Jetzt ist Kampf. Wo ist denn hier noch einer? Wahrscheinlich in deiner Hose. Ich muss jetzt da die Treppen rauf. Ja. Ich habe gerade da den Fernungsquad getötet. Ja, bin ich auch gerade. Der hat sich da versteckt. Wo hat Lor Senteka die Karte hingebracht? Bayora. Er brachte sie nach Bayora. Ah, mein Genjutsu hat funktioniert. Ich hab, was ich wollte. Der gehört Ihnen. Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Hask. Plot Twist. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst Hi, Bro. Spielen. Das ist Hask, Daniel. Ja. Du bist kein Soldat. Der ist cool. Sieh dich an, du Feig. Du hast deine Waffe angetauscht. Wofür? Vaterschaft. Oder Frachtverkehr auf der Korus. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Sieh dich an. Du warst doch mal tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Gideon! Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Hab's auch ausgesagt. Projekt Wiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Glenn. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Djinn hat der Sicherheit das System überlassen und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Videooperationen verdoppelt. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atuna. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Korus. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. ist das Ende? Werden wir sehen. Ich glaube ja. Oh, Star Wars Battlefront 2. Na, so ist das Spiel. Was? Star Wars? Okay. Ja, die Fans glauben halt, dass Aiden und hier der Dell, die Vater und Mutter von Rey sind. Okay. Na, Kampagne abgeschlossen, Belohnung freigeschaltet. Ist das ein Stuhl oder ist deine Mutter am Leiden? Oh. Oh. Boah, halt die Fresse. Der hört sich wie ein leidendes Tier an. Ich höre das. Arsche. Asche.